Zeichen der Normalisierung. Erster Flug zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten gelandet. Bei der Parlamentswahl in Montenegro hat die Regierungspartei die Mehrheit verloren. Die Oppositionsparteien wollen eine Expertenregierung bilden. Ungarn macht Grenzen dicht, Brüssel ist sauer. Politiker aus Israel und den USA haben mit Zufriedenheit auf die erste Flugverbindung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten reagiert. Eine Maschine der Fluggesellschaft El Al war am Montagmorgen von Tel Aviv in Richtung Abu Dhabi abgehoben. Die beiden Länder hatten Mitte August überraschend ihre Beziehungen zueinander normalisiert. Wir hoffen, dass das der Anfang für eine erfolgreiche Reise für den gesamten Mittleren Osten ist. Ich habe gestern an der Klagemauer gebetet, dass alle Muslime diesen Flug verfolgen, um zu erkennen, dass wir alle Kinder Gottes sind, dass die Zukunft nicht von der Vergangenheit abhängen darf. Die Emirate sind mit Ägypten und Jordanien das dritte arabische Land, das diplomatische Beziehungen zu Israel aufnimmt. Im Gegenzug will Israel die geplante Annexion von Gebieten im besetzten Westjordanland aussetzen, das die Palästinenser für einen eigenen Staat beanspruchen. Nach fast 30 Jahren an der Macht hat der montenegrinische Präsident Milo Djukanovic eine Niederlage einstecken müssen. Bei der Parlamentswahl verfehlte die Regierungspartei mit ihren potenziellen Partnern die Mehrheit. Die Oppositionsparteien wollen eine Expertenregierung bilden, um damit das Ende der Ära Djukanovic einzuläuten. Die Ergebnisse sind gut für Montenegro. Ich hoffe, dass es jetzt Frieden gibt und dass die Situation gelöst ist und es zur Versöhnung kommt, weil wir am Rande eines Konflikts standen. Ich fühle mich freier und besser nach 30 Jahren. Das Wichtigste ist, dass alle Menschen in diesem Land die gleichen Rechte haben werden und dass niemand mehr Angst haben muss. Die Regierung muss gewechselt werden. Die Oppositionsführer werfen dem 58-jährigen Djukanovic Korruption, Klientelwirtschaft und Nähe zum organisierten Verbrechen vor. Auch die Verfolgung von unabhängigen Medien und Wahlmanipulationen in der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik an der Adria werden ihm angelastet. In seiner Ära gab es bisher bei keiner Parlaments- oder Präsidentenwahl einen demokratischen Machtwechsel. Nachdem US-Präsident Donald Trump Gewalt am Rande von Protesten zum Wahlkampfthema gemacht hat, versuchen die Demokraten um Präsidentschaftskandidat Joe Biden die Initiative zurückzugewinnen. Biden forderte Trump auf, Gewalt aus jeglicher politischer Richtung zu verurteilen. Trump warnt bisher meist vor extremen Linken, die in von Demokraten regierten Städten freie Hand hätten. In einem Tweet nannte der US-Präsident den Bürgermeister von Portland, Ted Wheeler, unter anderem verrückt und einen Dummkopf. Trump erklärte, dass Stärke der Weg sei, die Gewalt in den von Demokraten geführten Städten mit hoher Kriminalität zu stoppen. Dazu Bürgermeister Ted Wheeler. Herr Präsident, warum ist dies das erste Mal seit Jahrzehnten, dass Amerika dieses Ausmaß an Gewalt erlebt? Sie sind es, der den Hass und die Spaltung geschaffen hat. Sie sind es, der keinen Weg gefunden hat, die Namen von Schwarzen, die von Polizisten getötet wurden, auszusprechen, so wie es die Strafverfolgungsbehörden getan haben. Sie sind es auch, der behauptet hat, dass weiße Rassisten gute Menschen sind. In Portland gibt es seit Monaten Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Auch in der Stadt Kenosha im Bundesstaat Wisconsin wird protestiert, nachdem dort ein Polizist einen Schwarzen 7-mal in den Rücken schoss. Die Entscheidung Ungarns, ab September seine Grenzen für Ausländer zu schließen, hat in Brüssel für Unmut gesorgt. Die EU-Kommission verwies dabei auf ihre im Juli ausgesprochenen Coronavirus-Empfehlungen, die deutlich nuancierter sind. Zu allgemeine Verbote, die die Reisefreiheit einschränkten, sollten durch gezieltere Maßnahmen ersetzt werden, so eine Kommissionssprecherin. So sollten Einreisebeschränkungen etwa nur für bestimmte Herkunftsregionen gelten. Meaning, for example, that you apply certain restrictions to visitors from specific areas only. Zudem rief die EU die Mitgliedstaaten auf, Grenzschließungen miteinander zu koordinieren. Es dürfe keine Alleingänge geben.
Unverständnis auch im Europäischen Parlament. Die Entscheidung Budapests stehe in starkem Kontrast zum Verhalten von Ministerpräsident Orbán, der bei jüngsten Terminen keine Maske getragen und die Abstandsregel nicht eingehalten habe, so die niederländische Liberale Sophie Intveld. Orbán solle die EU nicht erneut provozieren, sondern sich als Mannschaftsspieler erweisen, der die Regeln einhalte. If he wants to be a member of the European Union. If you're a member of a team, you play by the rules. Budapest verteidigte seine Entscheidung. Ungarn sei eine grüne Coronavirus-Zone, der Rest Europas dagegen rot. Im Sudan haben sich die Übergangsregierung und mehrere Rebellengruppen auf ein Friedensabkommen geeinigt. Bis zu 17 Jahre lang hatten in der Region Darfur im Westen des Landes und in den Provinzen Blauer Nil und Südkordofan im Süden Rebellen gegen die Regierung in Khartoum gekämpft. Am Montag unterzeichneten sie ein Abkommen, wie staatliche Medien berichteten. Heute ist der Anfang des Weges in Richtung Frieden, sagte Sudans Regierungschef Abdullah Hamdok. In Darfur waren 2003 Kämpfe ausgebrochen zwischen Bevölkerungsgruppen, die mehr politische Mitbestimmung forderten, und der repressiv regierenden Regierung Omar al-Bashir. Schätzungen zufolge wurden 300.000 Menschen getötet. Noch immer sind rund 1,6 Millionen Menschen auf der Flucht, so das UN-Flüchtlingshilfswerk. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell rief die beiden Gruppen, die das Abkommen bisher nicht unterzeichneten, auf, sich dem Frieden anzuschließen. Die indische Armee wirft China vor, sich in der Region Ladakh nicht an die Grenzvereinbarungen zu halten. Nahe des Sees Pangong Tso habe es durch chinesische Soldaten provokante Militärbewegungen gegeben, hieß es in einer Mitteilung der indischen Streitkräfte. Dies sei ein Versuch gewesen, den Stand der Dinge an der Grenze zu verändern. Das sei verhindert worden. Nach Angaben der indischen Armee hat China erst kürzlich Kampfflugzeuge in die Region Ladakh verlegt. Im Juni war es in der Region zu Handgreiflichkeiten zwischen Soldaten der beiden Länder gekommen, nachdem chinesische Truppen indisches Gebiet betreten hatten. China und Indien verfügen über eine 3450 Kilometer lange gemeinsame Grenze. Der Konflikt besteht seit langem. Im Oktober und November 1962 kam es zwischen den beiden Ländern zu einem kurzen Grenzkrieg. Am Sonntag haben hunderte Menschen im Westen von London gegen Rassismus demonstriert. Dabei waren Rufe zu hören wie "So sieht Demokratie aus". Damit kritisieren sie Polizeigewalt, die sie als Teil des sogenannten systematischen Rassismus im Königreich und anderswo sehen. Die rund 400 Demonstranten stoppten immer wieder, um sich wie tot auf die Straße zu legen. Die Veranstalter des Marsches wollen nach eigenen Angaben die Black Lives Matter-Bewegung unterstützen. Ich weiß von schwarzen Menschen, die in Polizeigewahrsam gestorben sind, in den 90ern. All die Jahre habe ich demonstriert. Der Fall von George Floyd hat dem Rest der Welt das Problem verdeutlicht. Für uns ist das leider nicht neu, so diese Krankenschwester. Der Million People March fand anlässlich des Notting Hill Straßenkarnevals statt. Um große Menschenansammlungen und damit Ansteckungen mit dem Coronavirus zu vermeiden, findet der in diesem Jahr online statt. Sie hat abgeräumt, Lady Gaga bei den MTV Awards in New York City. Gleich in 5 Kategorien nahm die Pop-Ikone Trophäen mit nach Hause, unter anderem die für die Künstlerin des Jahres. Wie immer sorgten auch ihre Outfits für Aufsehen. Das ist so aufregend. Vielen Dank. Alles, was ich immer wollte, war Künstlerin zu sein. Ich wollte nie etwas anderes tun. Es macht mir so viel Freude zu sehen, dass ihr eure Schwierigkeiten zu Gold spinnen könnt. Ihr müsst nur an euch glauben und ihr müsst euch mit guten Menschen umgeben. Corona-bedingt trugen die Performer Masken und alle Mitwirkenden waren angehalten, Abstand zu halten. Neben der Pandemie spielte in diesem Jahr auch die Black Lives Matter-Bewegung eine zentrale Rolle. VMAs und MTV. Es ist schwer für mich zu feiern und diesen Moment zu genießen, also sage ich nur Gerechtigkeit für Jacob Blake, Gerechtigkeit für Breonna Taylor. Hey, so let's go.
Neben den verschiedenen Auftritten wurde auch des Schauspielers Chadwick Boseman gedacht, der die Bewegung unterstützt hatte und in der vergangenen Woche an Krebs gestorben war.